Mai Andacht Fatima. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lesen wir aus den Erinnerungen von Schwester Lucia zum Jahrestag über der 13. Mai 1917. Dann sagte unsere liebe Frau: Habt keine Angst, ich tue euch nichts Böses. Woher kommen Sie? Fragte ich sie. Ich bin vom Himmel. Und was wollen Sie von mir? Ich bin gekommen, euch zu bitten, dass ihr in den folgenden 6 Monaten jeweils ein 13. zur selben Stunde hierher kommt. Dann werde ich euch sagen, wer ich bin und was ich will. Ich werde danach noch ein 7. Mal hierher zurückkehren. Komme ich auch in den Himmel? Jawohl. Und Jacinta auch. Und Francisco auch. Aber er muss noch viele Rosenkränze beten. Wollt ihr euch Gott anbieten, um alle Leiden zu ertragen, die er euch schicken wird, zur Sühne für alle Sünden, durch die er beleidigt wird, und als Bitte um die Bekehrung der Sünder? Ja, wir wollen es. Ihr werdet also viel leiden müssen, aber die Gnade Gottes wird eure Stärke sein. Als sie diese letzten Worte sagte, die Gnade Gottes, öffnete sie zum ersten Mal die Hände und übermittelte uns ein so starkes Licht, dass wir, dass wie ein Widerschein von ihren Händen ausging. Es drang uns in die Brust und bis in die tiefste Tiefe der Seele, und wir erkannten uns selber in Gott. Und dieses Licht war viel klarer, als wir uns im besten Spiegel sehen konnten. Durch eine innere Anregung, die uns ebenfalls mitgeteilt wurde, fielen wir nun auf die Knie und wiederholen ganz innerlich: O heiligste Dreifaltigkeit, ich bete dich an, mein Gott, ich liebe dich im heiligsten Sakrament. Noch einen Augenblick fügte unsere liebe Frau hinzu: Betet täglich den Rosenkranz, um den Frieden der Welt und das Ende des Krieges zu erlangen. Daraufhin begann sie, sich langsam zu erheben und in Richtung des Sonnenaufgangs aufzusteigen, bis sie in der Unendlichen der Ferne verschwand. Das Licht, das sie umgab, schien einen Weg durch die Himmelswölbung zu öffnen. Aus diesem Grunde haben wir zuweilen erklärt, wir haben den Himmel sich offen sehen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. So segne uns der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.